Herzlich willkommen zu einem neuen Part Contrast. War ich hier schon? Ich weiß es gar nicht mehr. Ah doch, hier war ich schon. Wir haben nämlich gerade eine neue Session angefangen und jetzt muss ich erstmal wieder zu diesem Cinema-Ding hinlaufen. In der Hoffnung, dass es auch gleich wieder geht. Oh no, there's no way to get across. I know. If we could get the spotlight working, then I could track you with it. But it's out of power. We need some luminaires. Do you have any? Natürlich habe ich welche. Ich hoffe, dass ich das diesmal schaffe und nicht wieder so kläglich versage. Ich weiß auch noch, dass ich auf jeden Fall was na, geht nicht weiter, ne? Hier muss ich jetzt stehen bleiben und hier muss ich jetzt versuchen rauszuspringen und dann im gleichen Moment mal eben so hüpfig. Ja, geschafft, super. Too far. Can you help me, please? Ja, aber mit was? B. Ach so, ach ja, genau, das war ja unsere, Ach ja, okay. Nein, ich bin reingefallen. Nein, ich bin nochmal reingefallen. Scheiße, Mann. Warte, jetzt bleiben wir erstmal hier kurz stehen. Hopp. So, dann laufe ich jetzt natürlich auch drüber. Thank goodness, it was such a big jump. Ja, danke. Ich bin reingefallen. Aber ich bin ja glücklicherweise jetzt wieder auf dieser Plattform beim Cinema direkt. Ich werde mich erstmal kurz einmal noch hier umschauen, bevor ich dann weitergehe. Ne, kann ich leider nicht durch. Sie steht auch schon da. Ja gut, dann gehen wir ja mal ins Kino, haben noch schnell das Collectible reingenommen. Oh, it's locked. Oh wait! Didn't get to just... I told you I was good at fixing things. Na, so ein Glück. The great Vincenzo and the great Magician. Wow, was ist er hier? Souvenirs Fumé. En attendant la nuit. Oh, wow. Okay. Das ist ein französisches Spiel. Hätte ich gedacht. Ach, hier muss ich das... Okay. Maybe you could find another way in. Hallo, ich bin doch wohl so schlank. Gucke mal, das ist hier Dracula. Interessant. Dracula ist das, okay. Warte mal. Ich muss erstmal ihn hier so ein bisschen, damit ihr, ich möchte mich erstmal einmal umsehen, bevor ich jetzt hier irgendwas mache. Also hier komme ich auf jeden Fall nicht weiter. Auch hier kann ich nichts machen. Ich kann wirklich nur die verschieben. Kann ich mich auch noch nicht in das Ding reinsetzen. So. Was mache ich denn mit ihr? Da komme ich da oben gar nicht lang. Dann setze ich dich einmal nach da. Aber so müsste ich ja schon irgendwie tatsächlich raufkommen. Jetzt ist es wirklich nur einmal... Vielleicht so? Ich
Nee, so komme ich leider noch nicht drauf. Das habe ich gar nicht gesehen. Nee, den wollte ich nicht. Ach Mensch, Didi. Da komme ich leider nicht hoch. Ich will erstmal gucken, muss ich denn hier hoch oder okay, also sie ist ja definitiv zu dieser Seite gelaufen. Da möchte ich jetzt noch nicht reinlaufen. Ich kann ja einmal hier durchlaufen, ja, okay. Kann ich nichts machen. Ach so, das Licht ist jetzt ja auch aus. Gut. Ja gut, dann können wir da einfach weitergehen. Ich habe nicht die Ohren gemacht. Ah. Mal kurz ansehen. Ja, nochmal an der anderen Seite gucken. Da ist aber nix. Didi. What are you doing here? You're not supposed to be out this late. Where's your mom? Did mommy really kick you out? Were you spying on us at the cabaret? Are you coming home? That's my plan. I've got to convince your mother. She here? No, I snuck out. Oh boy, you're growing up fast. You used to be scared of the dark. But did she really kick you out? Well, yeah, kinda. At the time, I wasn't being very good to her, so I guess I had it coming. I missed you so much. I missed you too, honey. But I'm gonna come back home. I'm putting together a circus, see? It's gonna pay for everything. And you know who it's gonna star? The amazing Vincenzo. How much snooping around have you been doing? Yeah, it's gonna star the amazing Vincenzo. He's good, huh? Look, you're really not supposed to be out this late. I'm gonna take you home. I brought you the milk. I got a couple of investors coming here, and they don't like kids much. I need you to run home by yourself, okay? But I brought you. Didi, you have to get out of here. I won't tell mom you snuck out. Okay, go. Hey, Carmine, Silvio. He doesn't have the money to show them. His name is Salvio, so why are we here? Salvio, yeah, what did I say? I got great news. Vincenzo is in. You got him? You're sure? Sure, I'm sure. He's gonna play opening night. Really bring in the crowds. So that's why you brought us here, huh? You're gonna show us his act? Yeah. Yeah, except the projector's broken. Because if you don't got him, your circus is gonna flop and you're not gonna be able to pay us back. And then I'm gonna have to break your arms and then we see how well you swim. Look, I'm gonna need just a little more money to finalize things with Vincenzo. Are you kidding me? What'd you spend our money on that suit? Listen, it's all gonna come back to you. Show them the movie. Show them the movie. Wie komme ich denn da rein? Oh, you broke my finger.
Oh! Hey, knock it off, Sal. Check this out. Geez, he is amazing. I told you I got him. Okay, let's go get your money. Thanks a bunch. Look, why don't I swing by tomorrow and pick it up? Relax. Let's go have a drink, huh? I know a guy who'll fix that finger right up. I can't. I gotta go meet someone. Boy, you're in a hurry, huh? She must be a real ripe tomato. You wanna go meet Johnny's tomato, Sal? I like a ripe tomato. That tomato's my wife. Always wanted to meet the wife. We'll play canasta. Just the four of us. Hmm? Okay, but... He's not asking, Johnny. He's telling. You're gonna hurt my mom. Ja, das ist echt doof. Na, mal gucken, ob ich hier irgendwie was vergessen habe. Ich glaube nicht. Ich glaube, es geht jetzt auch nicht weiter. Ich kann auch nicht mehr rein. Okay. Ja, das heißt, wir schnell hinterher. Und schauen. Ja, ist die Finger brechen, wenn ich mir Zeit habe, aber so ist die Mafia, ne? Hm. Ach, jetzt sind sie schon zum Dings sind die schon gegangen. Ach so. Lass mal gucken hier, was ich machen muss. Genau, jetzt bin ich ja, glaube ich, im Hinterhof oder so. Muss hier lang. Und dann nach dort. Das kann so bleiben, das kann nicht so bleiben. Ich muss aber erstmal gucken, wie ich in den Schatten komme. Warte mal. Doppelsprung. So, jetzt kann ich nämlich hier lang laufen und komme dann auch hier raus. So. Aber jetzt, wo soll ich denn jetzt lang? Da hoch wohl ja kaum, ne? Hm. Da geht's auch nicht hin, da kam ich ja lang. Nee, hier kam ich lang. Oder so. Na, Gott sei Dank. Also sind wir jetzt hier wieder bei dem, ja, wo wir vorhin waren. Lass mal kurz gucken. Und das Hotel müsste ja irgendwo denn dort sein. Genau. Muss ich hin. So, ich hoffe, ich fahre jetzt diesmal nicht runter. Jetzt ja hier rum. Ach, da ist es ja auch schon. Okay. Wir wollen ja auch noch, ich würde jetzt ganz gerne noch mal einmal diese ganzen Sachen durchlesen. Genau, das haben wir ja alles. Genau,
Kommunalverwaltung, Sozial- und Jugendamt. Jugendamt St. Clair, 9. Center Street. Sehr geehrte Miss Marlene Kaya, dies ist bereits das zweite Mal, dass Sie Ihren Aufsichtspflichten für Ihre Tochter Dorothy Marlene Kaya nicht nachgekommen sind. Wie Sie vermutlich wissen, wurde Dorothy am 22. Juni um 2 Uhr in der Gasse hinter dem Etablissement Ghost Note ohne Aufsicht aufgefunden. Dorothy teilte der Polizei mit, dass sie zu dem Zeitpunkt im Ghost Note auftraten und im Allgemeinen von 20 bis 6 Uhr nicht zu Hause sein würden. Wenn sie es weiterhin versäumen sollten, ihrer Aufsichtspflicht für ihre Tochter nachzukommen, wird das Jugendamt gezwungen sein, sie in einer Pflegefamilie unterzubringen, bis sie eine vertretbare Arbeit finden oder wieder zu ihrem Ehemann zurückkehren. Besonders auffällig ist, dass Dorothy, als sie in der Hintergasse aufgefunden wurde, sich mit einer nicht existenten Person unterhielt. Ein geistig gestörtes Kind wie Dorothy benötigt besondere Aufsicht. Wenn sie dazu nicht imstande sind, werden wir leider eingreifen müssen. Mit freundlichen Grüßen, Hilda Johnson, Sozialarbeiterin. Na, ganz toll. Oh, das ist ein nicht gedeckter Check. $250. Also nicht viel. Der fantastische Vincenzo. Warum ist es auf Deutsch und das andere? Naja. Gut, das werde ich jetzt nicht vorlesen können. Wegen eines Betreiberwechsels haben wir momentan geschlossen. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Was ist das? Justizvoranstalt Rabbit Country. $300 Bußgeld. Haben wir das zumindest einmal kurz gesehen? Ich will doch mal einmal kurz schauen. Ich muss dann wahrscheinlich, sowieso jetzt kurz einen Cut machen, weil ich habe gemerkt, das ist nämlich alles auf Englisch. Das tut mir sehr, sehr leid. Normalerweise sollte es ja auf Deutsch sein für euch, aber ich wollte es jetzt nicht inmitten meiner Aufnahme pranken, will ich mal so sagen. Deswegen werde ich jetzt auch hier kurz einen Cut machen und wir sehen uns dann natürlich im nächsten Part wieder zu Contrast, dann natürlich wieder mit deutschen Untertiteln, obwohl ich finde einfach, die englische hat auch ein bisschen was, ne? Also ich finde sie ja auch schön. Bis dann, tschüss!